Seid gegrüßt, meine lieben Freunde da draußen, hier zurück in, ja, jetzt endlich, Stardew Valley. Heute ist ein Tag der Wiederholungen? Gemüsefalle, ja. Nein, heute ist ein... Hey, Laura. Die Dunkelheit, der Regen, ich bin ganz aufgeregt. Was dich so aufgeregt macht, Schätzchen? ja, heute ist ein wichtiger Tag. Maru hat Geburtstag. Maru mag Erdbeeren. Habe ich zum Beispiel rausgefunden. Da werde ich ihr auf jeden Fall eine vorbeibringen. Oh, wir haben ein Iridium-Bier. Ich mit meiner Trucker-Mütze und ein Iridium-Bier. Das ist ja eine gefährliche Verbindung. Eine magische Verbindung sozusagen. Nein, die werde ich natürlich... oh, Post. Oh, von Linus. Oh, danke. Ein Forellenbarsch. Und? Morgen das Luau. Und ich muss das für die Gemeinschaftssuppe mitbringen. Ja, da werde ich schon irgendwas finden. Den Forellenbarsch. Den behalte ich tatsächlich mal, weil ich habe ja... Ich habe ja erst einen weggegeben und ich habe, glaube ich, keinen mehr in der Fischkiste. Ja, genau. Jetzt habe ich zwar keinen goldenen Forellenbarsch mehr, aber ich habe einen Forellenbarsch. So. Dann machen wir mal kurz unser Tagesgeschäft. Also, das klingt auch falsch, wenn ich das so sage. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. Hush, little baby, don't you cry. Oh yeah. Okay, das, was ich zur Suppe mitbringen möchte, ist wohl schon ziemlich klar. Da bin ich mir schon ziemlich einig mit mir selber. Das wird wohl... Oh, Gewitter. Das wird wohl auf... Dingens hier rauslaufen. Oh, ich wollte einen Mohn besorgen, ne? Ja, oder? Oder auf uralte Früchte. Nee, zu teuer. Uralte Früchte für die Gemeinschaftssuppe. Ah, ah. Das ist eine tolle Gemeinschaft hier. Aber das... Nein, nein. Ja, das Luau. Letztes Jahr habe ich es verpasst in der letzten Staffel. Da war das einzige Fest, was ich tatsächlich irgendwie völlig verpennt habe. Das soll uns dieses Jahr natürlich nicht wieder passieren. Hoffentlich. Komme ich hier eigentlich noch lang? Ja. Schlups. Ich wollte noch... Uah! Der war laut. Ich wollte noch Mohn besorgen, um das auszupflanzen. Hier hin. Auf der Blombiese. Dann gehe ich das doch mal holen, ne? Was war denn hier nochmal? Wei, oh wei. Aber eine ganze Ladung Wein fertig. Alles aus uralten Früchten. Mal 9. Ja, die restlichen hier rein. Da. Warte mal, ich könnte ja auch mal. Genau. Machen wir mal ein paar Pepper. Nicht immer nur Erdbeeren. Und eine Erdbeere, die geht für Maru mit. So. Das hat ja richtig gerockt hier. So, habe ich denn noch... Ja, zwei Sprinkler habe ich noch. Genau zwei Sprinkler. Wie machte ich denn die nochmal? Gold, Eisen und Quarz. Dann mache ich gleich nochmal zwei. Denn ich habe noch was anderes vor. Ich habe... Ja, hier immer an der einen Stelle das Problem, dass ich... Ich muss mal wieder Eisen... Erz besorgen überhaupt. Und auch welches einschmelzen.
irgendwann passiert mir das nochmal, dass ich hier aus Versehen die Aprikosen da reinhaue. Eine behalte ich für die Suppe. Die gehen auch weg. Das geht weg, das geht weg. Das. Und auch die. Und das. Suppe, Geschenk. Weinkeller. So. Gucken wir erstmal bei den Tieren vorbei. Oh, ein neues Küken ist geschlüpft. Das sieht merkwürdig aus. Dann nennen wir es doch auch gleich, weil es ein dunkles Küken wird. Darky. Darky scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Tja, ich habe jetzt rausgefunden, dass also diese Mayonnaise der dunklen Leere da, dass das genau das Ding von Goblins ist. Also so wie Darky Eier legt, werden wir eine Mayonnaise herstellen. Und den Goblin besuchen. Ja, ich weiß, dass Sven keine Wolle produziert. Keine Milch. Ich heiße ja selber so. Und ich produziere auch keine. Also insofern. Alles gut. Ja, heute mal eine kleine Pause, was Trüffel angeht, denn die Tiere haben keine Lust rauszugehen bei dem Wetter. Kann man es ihnen vergönnen, verdenken, wie auch immer. Nein. Gucken wir mal, ob die zufällig irgendwo hier rumliegen. Auch das passiert ja mal, dass ich einen übersehe. Aber auch das ist nicht der Fall. So, wir haben es noch früh genug. Ich plane nicht unbedingt einen Besuch in den Minen. Naja, gut, vielleicht. Die sind auf jeden Fall geladen schon. Die Teile. So, dann erstmal das dahin. Noch irgendwas Eiermäßiges? Nein. Aber eine gute Milch. Ah, sonst noch irgendwas? Nein, auch das nicht. Gut. Wir auch durch. Ja, ich brauche dringend wieder Eisenerz. Also müsste ich mal in die entsprechenden Minen gehen, wo es Eisenerz gibt. So, jetzt gehe ich aber noch mal ganz kurz hier in den Keller. Gucke mal, ob noch Gärfässer fertig sind soweit. Nee, doch eins hier. Neunmal solchen Wein hier. Na, ich behalte ihn erstmal. Ich warte noch mal, weil kann gut sein, dass bald wieder was fertig wird und dann ärgere ich mich, dass ich den weggegeben habe. Das raus, das raus, das raus. Und das raus. Aber der Rest nicht. Die sieht so draußen im Regen hier. So, und erstmal zu Pierre noch was einkaufen. Bam! Und Maru suchen. Maruchen. Ja.
Pierre hat jetzt täglich geöffnet. Das ist gut so. Hi Pierre, ich hätte gern. Radieschen können wir auch nochmal wieder gebrauchen, aber Mohn. 16 mal Mohnsamen. Hm. Sonnenblumen müsste ich ja schon gemacht haben. Nö. Sonst eigentlich erstmal gut. Mach's gut, Pierre, danke. So, was hängt denn hier draußen dran? 45 Kupfererz möchte er diesmal haben, der Clint. Der Clint immer. So, mal kurz gucken, was ist heute beim Arzt offen? Nee, wenn, dann ist Maru schon wieder zu Hause oder auf dem Weg dahin. Alter Verwalter, das ist wirklich ein übles Gewitter. Vielleicht ist er auch hier im Gemeindezentrum, das kann gut sein. Nö. Sieht nicht so aus, dass irgendjemand hier wäre. Leute, da baue ich euch dieses Zentrum hier fertig. Naja, die Junimos waren es, ich habe ihnen nur geholfen. Oh, ich dachte gerade, es hört auf zu regnen. Nee. Vielleicht treffe ich sie ja an. Oh, was haben wir denn hier? Hi Svente, ich habe gerade den Staub von meiner Säge entfernt. Hast du jemals was aus Holz gemacht, Svente? Ja. Großartig, dann sollte diese Blaupause ein Kinderspiel für dich sein. Wir kennen uns jetzt gut genug, dass ich dir meine Schreinergeheimnisse anvertrauen kann. Hier, das sind die Blaupausen. Herstellung von Flötenblock und Trommelblock gelernt. Cool. Setz sie nach Belieben auf deinem Hof ein. Es ist ein gutes Gefühl, sein Haus mit etwas zu dekorieren, das man selbst gemacht hat. Danke. Total lieb. Aber total lieb. Heißt es, dann nimm doch eine schöne kühle Erdbeere. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Die war doch mal viel höher, ne? Naja, gut. Ist aber auf jeden Fall in hohen Ranks. Das ist geheim, aber meine Ehefrau liebt Ziegenkäse. Das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Oh, mit Robin muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen Freundschaft aufholen. Na, dann weiß ich ja, dass ich dir den jetzt mal schenken werde. Holzboden, Steinboden, Trittsteinpfad, Strohboden, Kristallpfad, Steinboden, Rezept. Sind das dann einzelne, das ist die Frage, sind das einzelne Dinger? Das hier kaufe ich mir mal. Das auch. Die kann ich nämlich dann gut unter die Lampen jeweils, unter die Sprenkler jeweils setzen. Dann kann man die nicht so abbauen. Trommelblock, Flötenblock, voll cool. So, Steinboden, da braucht man einen Stein für. Das ist ja einfach. Holz, Holzpfad, ein Holz, Schotterpfad. Trittsteinpfad. Ja? Ja, das ist genau. Das sind genau sowas habe ich nicht gehofft. Das sollte doch funktionieren. Oh. Ups. Macht's gut, ihr Lieben. Jetzt wäre natürlich auch Angeln nicht schlecht am Meer. Ich gehe trotzdem mal kurz so für eine Stunde. Ist lustig. Für eine Weile hier kurz rein. Sieht eh nicht nach viel Glück aus, oder? Hier ist nämlich nichts. Nichts und niemand hier zu sehen.
aus einem einzelnen vereinsamten Schleim. Also ein bisschen Eisenerz. Und ich gerade die Welt. Kohlestaubdinger. Ja, naja, nicht so die Welt jetzt hier gerade. Geode. Für Eisenerz habe ich den 10. Das sind 2 Barren. Ich gehe wieder. Heute ist nicht so der lohnenswerte Tag. Dann gehe ich lieber noch zum Strand. Noch mal eine Runde angeln. Vielleicht fange ich bei dem Wetter ja was Besonderes. Erz für Clint, das nehme ich morgen aus meiner Kiste. Das ist ja eine tolle Beute bisher. Die Witter mögen die wohl doch nicht. Na, 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 du bleibst doch schön hier, mein Freundchen. Wow, na, will sich's aber einer. Ich hatte dich doch schon fast. Jetzt bin ich so nervös. Na. Noch eine super Seegurke. Oh, 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 oh. Richtig, wenn das noch eine ist, kann ich natürlich auch die mit für die Suppe nehmen, statt. Dieses Federn, das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn die ganz am Boden sind, oder auch ganz an der Decke. Ja, sag mal. Was ist denn das? Da habe ich schon die guten Angelskills und dann. Oh. Na, die hat es mir aber schwer gemacht.
Ist hier noch was Lohnenswertes drüben? Nee, nicht mal der alte Seemann. Aber ist ja auch Gewitter und schon spät. Tapferes armes Pferd hier über dem Wetter, du. So, was ich mit den Beregnern noch vorhat, ist nämlich folgendes. Hier unten, aber das sehen wir morgen am besten dann, sind ja noch so einzelne Felder, wo ich immer Pech habe, weil ich das blöde hingestellt habe, dass es nicht gewässert wird. Und das muss ich halt nochmal verbessern. So, dann kommt hier noch. Kommt einer hin. Das gleich machen wir auch nochmal schnell. So, dann die. Die Mohnsamen aussehen. Und langsam beeilen, dass ich ins Bett komme. Oh wei, oh wei, oh wei. Natürlich nicht noch ohne die Tagesbeute schnell noch in die Kiste zu schmeißen. Dann geht die... Ja, nee, oder? Und ab ins Bett. Ja. Nacht, Schatzi. So, was haben wir denn da? Uralte Früchte natürlich, die richtig was rocken. Und das Bier immerhin 400. Also 400 für ein Bier. Das, ne, muss man immer mal bedenken. 400 für ein Bier. Hm. Granatapfel und Pfirsich und sowas, das bringt mehr als die Erdbeeren. Vielleicht sollte ich mal umschwenken und hier Orange auch. Vielleicht soll ich bei den Dingern hier wirklich Orange und Pfirsich und sowas sollte ich doch eher umschwenken und die für die Marmeladenfässer nehmen. So könnte ich das noch optimieren. Supersegel, richtig viel. So, heute müsste das Luau sein. Da wollen wir natürlich auch mal wieder hingehen. Nichts so alles im Fernsehen. Aber nichts hier kaputt machen, ne? Also, pass auf dich auf, meine ich damit. Leider noch nichts fertig. Ich muss hier nochmal eine neue Kiste reinstellen, wo ich den Wein dann hin tue. So, was haben wir denn hier? Wow! Wow! 30 Heu von Mani. Das sind 30, die ich nicht nochmal extra wieder kaufen muss. Also. Wahnsinn!
Tausend Dank, Marnie. Oh, warte. Wie viel wollte der Clint haben? Genau. Haben wir noch irgendwas Neues? Nein, hier ist alles am Blubbeln. So. Ja, die sind alle schon mal nicht beregnet. Das kann ich ja, bestenfalls drei, also eins, zwei, drei. Wenn ich hier jetzt noch einen hinstelle, statt der Mauer. Das ist nicht optimal, den Rest muss ich immer noch gießen, aber das sind schon mal drei, die ich dann nicht extra noch gießen muss. Aber heute muss ich sie alle gießen. So, hier unten ist alles begossen. Aber die drei hier auch noch. Hier einfach eins. Eins raus, dann werden die aufgerieselt. Wow, am Strand hat begonnen. Dann wollen wir dieses Mal nicht so spät kommen und es wieder verpassen. Ich gieße hier nur noch schnell. Und den Rest kümmere ich mich dann später. Abkürzung zum Strand. Haha, das kleine gefährliche Küken ist draußen. Ich habe nämlich noch Strandteleporter. Woo. Da sind wir also. Was für eine zückende Anlass, es ist immer eine Freude, das Sternentautal zu besuchen. Sich zurecht, der Gunnel ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Kann ich noch was dazugeben? Nee. Und Mani? Habe ich schon gemacht. Na, Pam? Kostenloses Buffet, einer der Vorteile daran, hier zu leben. Genieß es, Kind. Diese lästigen Sandfliegen landen dauernd auf meinem Essen. Hey, Shane. Wow, in der Stadt bekommst du nirgendwo einen Pfefferoni-Chutney wie dieses. Das ist ermüdend, Liebling. Bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Au, du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz. Ich scheine nicht zu antworten. Mir ist langweilig. Vincent ist kein guter Tänzer. Diese Musik, sie ist viel zu laut. Kann ich nicht ein wenig Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? Ah, der Geruch des Ozeans trägt mich Jahre zurück, lange bevor du geboren wurdest. Ja. Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Da weckt das Wetter für eine Strandparty, nicht? Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Hast du dich nie gefragt, warum Sam die meisten gemeinnützigen Arbeitsstunden dieser Stadt hinter sich hat? Ja, das war eine Überraschung, dann die Suppe. Na, Schatz? Lass dich nicht von mir abhalten, ich will einfach nur alleine das Meer beobachten. Hey, Clint. Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst noch tun? Na, du könntest mal mit Jungs reden. Was auch immer allein ist, gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Gut, dass ich die Sonnencreme mitgebracht habe. Ich frage mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf ihren Schultern gebrauchen könnte.
Ein langsam durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Wir halten dieses Fest jedes Jahr, um dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Bürgermeister Lewis hofft, dass wir uns damit dem Gouverneur gutstellen können. Deshalb ist er auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. Gouverneur, wen interessiert's? Warum sollte ich mich um irgendeinen Typen kümmern? Oh hier, Mr. Abenteurer. Ich werde bei den Bäumen hier bleiben, die Luft ist viel kühler. Wie geht's mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Ja, ist es. Ich bin spät aufgewacht und habe das Haus verlassen und mich mitten in diesem Tumult vorgefunden. Ich habe vergessen, dass heute das Luau ist. Ja, das ging mir letztes Jahr so. Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Wenn der Bürgermeister jetzt noch aufhören würde, ihn den ganzen Tag Nachmittag in Beschlag zu nehmen. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Suppentopf geben. Na, ich glaube, ich habe alle... Nee, da unten habe ich noch zwei nicht gesprochen. Gut, dich hier zu sehen. Gleichfalls. Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr gut ist. So, ich glaube, wir können mal... Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht schon ein wenig hungrig aus. Ja, lass uns doch mal anfangen. Ich habe die beste Pepperoni, die ich hatte, reingeworfen. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertigen Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich. Ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Oh. Es tut mir leid, da hätte ich wohl was Genialeres reintun müssen. Vielleicht doch die Seegurke oder so. Er hat recht, nicht schlecht, aber sonst nichts Besonderes. So, wer will sonst noch etwas Suppe? Ja, die Suppe war nicht beeindruckend, aber sonst war das Luau ein voller Erfolg. Zeit nach Hause zu gehen. Ja, siehst du, es ist 22 Uhr. Das tut mir irgendwie eher leid. Also ich hätte ja auch gehofft. Dass die goldene Pepperoni ihnen da irgendwie der Suppe den Kick gibt, aber ja, muss ich nächstes Jahr wieder was Berauschenderes reintun. Vielleicht hätte ich doch die. Ja, eine von den Früchten da nehmen sollen. Dass Jericho keiner hat, das weiß ich. Ich
Ich melke doch gar nicht an Jericho rum. Ah, das ist... Ich schmeiß die Maschinen trotzdem noch schnell an. Langsam echt an der Zeit ist, schlafen zu gehen, ja. Noch ein Ei hier? Nein. Tja, so schnell ist so ein extra Tag rum. Sag mal, Mausel, was machst denn du hier noch? Du musst schlafen. So. Turnt hier nachts rum. Ja, das war ja ein beeindruckender, tragloser Tag mal. Na, macht nichts. Muss auch mal sein. Vielleicht schaffen wir es noch bis Alex' Geburtstag dann durchzuziehen diesmal. Morgen, Schatz. Ja, mach das. Ich muss hier eh nacharbeiten ohne Ende. Qualität mit. Ich brauche mehr Fässer. Ich brauche einfach mehr von diesen Fässern. Ich muss Holz, 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 Holz haben. Wirklich glücklich aus. Das ist schön. So. Habe ich euch jetzt alles schon mal gestreichelt irgendwie? Größtenteils denke ich schon. Das ist der Nachholtag. Ich sonst noch Wolle? Nein.
Flints Auftrag ist schon wieder weg. Ja. Das war blöd getimed. Den konnte ich ja irgendwie gar nicht mehr zufriedenstellend beantworten, den Auftrag. Aber sei es drum. Erstmal wieder hier zurück und die Iridium können wir natürlich gleich schon wieder herstellen. Und ich glaube, jetzt ist wirklich an der Zeit. Gießkanne oder Hacke? Ja, Hacke dann in dem Fall. Die Spitzhacke in Auftrag zu geben. Doch, doch. Das, denke ich, ist eine gute Idee. So, wie sieht's hier aus? Da ist jetzt ein bisschen mehr. Und der erste Rotkohl. Jawohl. Hier funktioniert alles. Oh. Hilfe, das gesamte Feld hier komplett blau. Herrlich. Na, das. Boah. Boah, und 24 in Gold. Ich werde bekloppt. So, Sommerkiste, was haben wir denn noch? Blaubeeren habe ich noch. Ja, nee, ist egal. Blaubeeren habe ich noch. So. Da ist ja noch Dünger drauf auf dem Feld, das passt also. Ja. Einmal Blaubeersaat. Hier war doch irgendwo noch ein Feld, was irgendwie... Da unten. Was unbepflanzt war, genau. Es läuft. Puh. So, Äpfel machen wir nicht, aber Orangen kommen hier auf jeden Fall jetzt als Dauerkandidaten rein. Granatäpfel auch. Pfirsich das auch. Ja. Alles aus uralten Früchten. Sehr schön.
vielleicht mal ein paar in Verkauf mit. Und die nehme ich wieder mit rein. Oder 10 Stück davon nehme ich mit rein. So. Hatte ich nie noch irgendwas, was hier rein muss? Genau, die Batterien nämlich. Kein Sinn, die hier mit mir rumzuschleppen. Das wird wirklich der Mega-Verkauf. Das sehe ich ja jetzt schon. Hallo, Bürgermeister. Ach, schon wieder. Auf dem Rückweg vielleicht. Jetzt erstmal einen Auftrag geben. Na nun, wo ist er denn? Clint? Ist gar nicht in seinem Office. Ist aber ungewöhnlich. Ist auch nicht hier am Strand. Der Teil da hinten ignoriere ich. Versuche es nochmal. Vielleicht ist es am Gemeindezentrum. Das kann sein. Trotzdem nochmal. Vielleicht war er ja nur mal kurz auf dem Klo. Nö, ist nicht hier. Der Helm. Bist du hier? Ja, hier ist er. Wie sieht das mit Aufträgen aus? Schön, dass du dich hier im Gemeindezentrum amüsierst, aber ich wollte gerne einen Auftrag in Auftrag geben. Manu. Dann komme ich halt morgen wieder. So. Dann nehme ich jetzt auch noch seinen Kupfererzauftrag da an. Ja, nix.
ganze Zeit diese blöde Joja-Cola mit mir hier rum. Dann machen wir das Ganze morgen eben nochmal. So. Der lila Schleim ist ja immer noch nicht geschlüpft. Leute. Ach hier, Tag Frau, Dingens. Holzzaun, Höhlenkarotte, Tulpe, Schleim, Erdbeere, Tintenfisch, großes Ei, wow, Tisch, seltene Saat. Kaffeebohne, auch die. Kaffee pflanzt man im Sommer. Dann sollte ich das nochmal tun, nochmal Kaffee anpflanzen, bevor der Sommer jetzt vorbei ist, schon passiert. Jetzt habe ich jetzt schon 63 Liter. Gar nichts. Vielleicht füge ich zu Hause noch ein paar weg. Hauen hier.
kommt mir das Spiel wieder mit Müdigkeit. Ja. Ich weiß. Boah, ich muss ins Bett. Das hätte ich jetzt wirklich fast verpasst. Zum Glück nicht viel Energie verloren heute. Aber wir hängen jetzt einfach nochmal eine Folge dran, weil der eine Tag so kurz war. 50.000! Ich habe den Wein noch nicht mal verkauft. 50.000. Wo habe ich denn sonst noch so viel gemacht? Naja gut, die uralten Früchte zusammengerechnet sind halt so viel. Boah. Und es ist ein Regentag. Und es ist Alex Geburtstag. Du bist eine tolle Mutter, Schatz. Und auch unser zweites Kind wird toll werden. So, jetzt nochmal schnell hier unten. Klar, Schiff machen. So, eine Flasche habe ich jetzt über, wa? Naja, ein paar Fässer gehen hier ja noch rein. Nicht mehr viele, aber ein paar gehen noch. Dann geht das jetzt tatsächlich raus im Verkauf. So, und das hatte ich hier nicht... Wo habe ich den Kaffeebohnen fälschlicherweise hingetan? Nicht. Ja, auch nicht, ist noch der Kaffee selbst drin.
Da sind ein paar goldene. Wo ist Laura denn? Ach so, die habe ich schon gedrückt heute. So. Na hier. Das ist doch mächtig Holz. Nicht. So, haben wir jetzt hier halbwegs Ordnung, ja? Sehr gut. Sehr schön, dann kommt die gleich wieder. Das ganze Obst rein. Kaffee hin. Brauchen auf jeden Fall noch die Blümchen unten. Sind schon gedeiht. Ich glaube, das ist schon Mohn, oder? Na, jetzt habe ich hier doppelt Mohn. Ist auch egal. Habe ich dieses Jahr keine Sonnenblumen. Doch, ich brauche noch Sonnenblumen wegen Öl. Ach. Was machen wir denn da? Es ist eine sehr gewitterreiche Saison dieses Jahr. Was den Sommer angeht. Was an und für sich keine schlechte Sache ist. Doch, ich habe ein bisschen nochmal. Sehr gut. Den möchte ich nämlich tatsächlich behalten zum Kochen. Dafür muss ich auch irgendwann mal was rausschmeißen. Strandschnecken zum Beispiel. Thank you.
wenn ich das so sehe. Über 700.000 schon. Also jetzt ist es wirklich ein Erfolg nach dem nächsten. Wie sieht denn jetzt hier drin aus? Werde ich das Schleimei los? Immer noch nicht. Dann gehe ich wieder. Ich habe keine Lust, mich mit euch anzulegen. Ja, ich weiß, da hinten gab es noch was Süßes, ich habe es gesehen, aber... Diesmal nicht. So. Wieder vergessen, die seltenen Sand wegzutun, aber jetzt reite ich erstmal in die Stadt und dann kümmere ich mich noch um die... Tiere und dann ist auch schon wieder der ganze Tag rum. Das war nämlich eine Abkürzung. Ha! Na, also Clint, bist du auch mal da? Oh, das scheint neu zu sein. Sicher. Hier sind erstmal deine Erze. So, Clint, dann hätte ich gerne noch eine Werkzeugverbesserung. Achso, ja doch, ja. Das heißt auch keine Höhlentour mehr heute. Das hat sich ja damit gerade entschieden. Und ich habe ein neues Erz nochmal für Gunther. Das ist schon länger. Günther, wie auch immer. Das ist ja jedenfalls länger nicht passiert. Das sieht ziemlich abgefahren aus, das Zeug. Gibt leider keine neue Belohnung. Das macht nichts. Es geht ja nicht immer um Belohnung, nicht wahr? Nur oft. So, und ich mit meinem ständigen Holzproblem. Das nämlich auch. War ich nämlich auch schon länger nicht mehr. Falsch. Richtig. Da, die seltene Saat. Uah. Ich oder der Irre, der bei Gewitter ständig draußen rumreitet. Hey, Linus. Huch. Bisschen Mischsaat, das ist sehr schön.
Stein können wir auch mal nehmen. Stück konnte ich noch machen. Na, immerhin. Da geht noch eins hin. Und dann fange ich nochmal von unten an. Kann man sich so rumschlängeln, aber da kommt man auch auf jeden Fall überall dran. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so grob 7 würde ich sagen, kriege ich hier noch unter. Habe ich denn irgendwas noch reinzutun? Nee, gerade nicht. So. Pilzi. Saaten. Und dann endlich um die Tiere kommen. Oh! Darky. Wir haben das erste Ei der Leere, oder wie es heißt, also Void Egg. Schattenei heißt es auch nur. Die ist aber schnell groß geworden. Ein Schattenei. Okay. Hatte ich den vielleicht schon? Ja. Den hatte ich schon. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 2 mit Ziegenmilch. Wunderbar. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel zu bogen. Kann man Schattenmayonnaise machen. Mit Schattenmayonnaise kommt man zu den Goblins rein. Zumindest bei diesem einen. Hoffentlich. Das heißt also, spätestens beim nächsten Mal können wir uns um die Queste dieses Magiers kümmern.
Extrem lange Folge heute, oder? Täuscht das. Ich bin mir auch so voll drin im Moment bei Stardew Valley wieder. Das kann dieses Spiel besonders gut. Und völlig in seinen Bann ziehen. Ja, ich schaue nochmal ganz vorsichtig hier rein. Nein, alles klar. Bin ja völlig voll geschleimt. Hinterm Haus ist irgendwas? Was ist denn hinterm Haus? Ah, eine Weintraube. So. Da gibt es noch irgendwas, was ich hier abgeben muss. Nein. Ahornsirup, okay. So. Die brauchen noch. Aber da warten wir noch mal kurz. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich könnte die jetzt natürlich, weil die so flauschig ist auch und vor allem Iridium-Qualität hat, einfach so weggeben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, gegebenenfalls 7. Ungefähr so ist das Maximum, was hier noch geht. Ja, wahrscheinlich kann man es noch ein bisschen besser aufteilen. Das müsste ich nochmal eruieren. Die allererste Schattenmayonnaise. Ziegenkäse, den ich Robin schenken könnte. Aber das ist alles, was fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. Die hier, die geht erstmal nicht weg. Oh, die ist eigentlich auch giftig. Eine schwarze Paste, die nach verbrannten Haaren riecht. Na, wundervoll. Da kümmern wir uns morgen oder beziehungsweise beim nächsten Mal drum. Liebe Freunde, macht es gut.
Wieder ein solider Tag. Tschüss.